Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Ostrom. Gefunden auf Steam ein, Bunker-Simulator, also mit einem Geschütz. Wir werden es uns zusammen angucken müssen, was es denn überhaupt ist. Es sah komisch aus. Meine Wenigkeit, Klongertache, Horladin, der es für euch zockt und im Hintergrund dabei und zugucken tut auch noch der Michel. Grüßt euch alle. Hallo. Ja, morgen, meine fröhlichen Volkssoldaten. Da hätte ich was gesagt. Ja, ja, das ist quasi aus dem Osten. Ne, wie hieß es? Warte mal. Aus der Zone, ja, Zone. Ostrom, genau. Das ist nicht der Ostfront, das ist Westen. Deshalb Ostrom, das macht keinen Sinn, ist egal. So, Simulator. Ich bin gespannt, was das für ein Simulator ist. Ach, du Heilige. Ach, ja, das ist der Baba, ja. Alter, was ist hier mit dem nicht? Vielleicht hat der ein paar Korn so viel getrunken, der Junge, ja. Ja, muss ich Munition holen? Nee. Ja, so, ja, ich hätte Parsec vorwenden müssen. Ich habe wieder gewonnen, aber ich weiß auch nicht, was relevant ist hier. Man hört auf jeden Fall Sound, ja. Warte mal, kann ich die? Jetzt höre ich einen Panzer. Ja, keine Ahnung. Panzer, warte mal, ich muss mich erstmal orientieren hier. So, jetzt habe ich schon. So, also, es geht hauptsächlich um dieses Gerät eigentlich, ja. Ach du Scheiße. Ja, nee, das ist klar. Du könnt... Wie hast du das mal mit dem Panzer? Übertreib's nochmal nicht. Du hast doch nur ein schönes Geschütz. Baller nochmal los. Nee, ich baller doch. Baller doch, wie blöder. Weißt du, was wir machen? Das andere, ich gehe raus und hau den Boss Maul. Ah, die vorne einfach unten. Ich darf die abschießen. Ist natürlich nett. Oh Gott, ist das schlecht. Heilige Muttergott. Ja, ja, da hat er mal. Komm schon. Ey, da hab ich voll in den Arsch geschossen, den Boy. Ja, den von hinten. Jetzt krieg ich's. Von hinten ist mein Ding. Hey. Ach, du musst den in die Ketten. Ist besser. Okay. Das müsste wahrscheinlich das Geschütz wechseln. Weil Gott noch zwei. Wave done. Good job. Ja, danke. Boah, scheiß Job. Ey, noch erwischt von Sechse. Jetzt mal, warte. Ich muss erst mal gucken, ob ich die Grafik verstellen kann. Ja, weil das ist ja echt... Naja, das geht anscheinend nicht. Das sollst du schon so machen. Ja. Du bist da einer im Geschütz. Ja. Nächste Welle, bitte. Wave 2. Boah, ey, der war auch geladen, Junge. Das ist nicht jawohl! Komm schon. Schieß doch! Fuck. Boah, knapp, glaube ich. So, komm. Nee, fang mal hier ab. Los. Kommandante, Feuer! Feuer frei! Wo sind eigentlich für meine Soldaten? Ach du Bruder, kommt der Ding. Alter! Ich hab... Hä, hey, aber das ist... Du musst aber schon... Nicht so tief! Ja! Ja! Tief ist mein Ding. So, jetzt kommt den kriegen wir wieder. Ja, schon! Du Fucker, Mann! Ich wollte Straße zerschossen vor dem... Hinter dem kommt noch einer, Vetter! Ja, da kann er. Alter, aber wo schießt du da aber hin? Naja, der zieht halt nach unten. Du musst halt bitte noch, wie als wenn du weit schießt. Da hat halt ein bisschen Absacken. Den kriegen wir noch, ja. Blindflug! Dann haben wir den, Junge. So. Okay, Wave 3, 11 Enemies. Die kommen alle durch, Leute. Also bei mir braucht ihr euch keinen Kopf machen. Wenn ihr nochmal an der Front seid und ich sitze am Geschütz. Ja, jetzt. Es ist nicht leicht, sagst du, wie es ist. Boah, das ist schwer einzuschätzen hier. Vor allem die vorne war übelst eckig, die Jungs. Gut, vielleicht haben so ein paar mehr. Ja, den hab ich voll. Den Mama habe ich. Ja, komm her. Komm, Leute. Oh, Junge, ja. Jetzt hat es langsam raus. Jawohl, da trifft er. Jawohl. Alter, wollte doch Baum, Junge. Baum. Da bin ich immer zu hoch. Schön, wie sie alle durchfahren. Komm, einen kriegen wir noch. Ja. Die fahren ja weiter. Ich glaube, ich kann ja das Geschütz wechseln. Möglich. Wie komme ich hier wieder weg? Warte mal. E, F. F. Kann ich nichts machen? Wollen jetzt B-Geschütze? Nee. Okay, hab ich mich verguckt. Naja, gut. Da kommt noch mehr, Alter. Scheiße. Ah, die hab ich auch gekommen, die hab ich voll getroffen. Los! You lost! Wieso denn? Ach komm, wegen. Das ist doch mal auf jetzt, ja. Sind zu viel durchgegangen. Ja. Base HP, okay. Aber die schießen ja gar nicht auf mich, oder? Das nee, das ist, ich glaube, das ist wie so eine Art Tower Defense gemacht. Wenn die durchfahren, kriegst du halt Minuspunkte sozusagen. Ah, ja, das kann sein. So, jetzt wissen wir mal, wie es geht, Leute. Das stimmt, ja.
Was nett ist, dass das besser läuft. Oh. Also komm. Da war zu tief. Ja, du bist halt zu tief. Überflieger! Der Flachkörper macht Laune hier. So, das reicht eben. Also. Nächste Welle. Ficker. Da, komm. Da war mittig. Hör auf. Der mittlere Ring und zwar das untere Teil vom mittleren Ring. Das muss ungefähr beim. Ja. Weiter beim Panzer sein. Ja, genau. So. Mit der Maus, weil die so ein bisschen machen. Oh, dann drehen die so eckig. Oh. Der hätte treffen müssen. Ja, theoretisch auch. Na komm, 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 komm. Na, okay, dann genau, aber den können wir vielleicht machen. Der hätte auch treffen müssen. Der hätte auch treffen müssen. An der Ecke geschossen. Ich glaube, den hatte ich noch. Sehe ich das irgendwo? Naja, also die sind durch. Oben hast du die Leiste, drei sind durchgekommen. Naja. Ja, ich sehe es, da sehe ich es. Meine Fresse. Ja gut, aber Power Defense ist mir zu langweilig. Also da wäre es. Ja, es ging als Simulator. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, ob du einen Waffenwechsel hast. Du hast ja unten OP-Munition. Vielleicht gibt es ja auch noch Munitionsorten. Ich habe keine Ahnung. Das wird auch nichts, wenn du dich triffst. Ich habe euch alles gut gespielt, also. Die Maus zieht trotzdem ein bisschen nach. So richtig den Punkt. Nachladen, komm schon. Was denn jetzt? Ach da, so dick. Ach komm! Der hat getroffen, der braucht aber mehr als einen Schuss wahrscheinlich. Ja. Da hast du alle erwischt. Hm? Sein richtiger Soldat an mir verloren gegangen. Ja, ich war damals in der Kriegszeit, da war ich meistens. Ich saß am Bunker, aber ich war weit weg. Ja, also ich war unten bei der Essensvorräte, habe ich aufgepasst, dass keiner was wegfrisst. Ich kann mir nicht erklären, warum es dann trotzdem immer alle war, aber. Ach, das werde ich mal nie hinkriegen hier oben. Du Ficker, Alter, da hat er wieder dieses Drehen mit diesen eckigen, kantigen. Wie fährt der Vater? Können wir Pango? Hättest du mal früher machen sollen. Was? Siehst du das? Dieses eckige Drehen macht mich fertig. Kannst du eigentlich super hier stehen bleiben jetzt und hier schießen, aber das geht eben nicht, weil er zu lange braucht zum Nachladen. Was? Ne, da war komisch, ja. Not real. Hey! Aber Spiel, du musst mich aber schon treffen lassen, ne? Also hab ich vorne den in der Mitte. Komm, wo schießt? Oh, da wollte ich durch den Bach. Ja, gut, das war's. Da kommt noch ein Fetter. Einer. Das ist aber schiebel mies hier, oder? Naja, da magst du halt wirklich, die gehen davon aus, dass die Treffer sitzen, von Weitem schon, ne? Aber es ist schon schwer. Komm, 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 geh nicht. Oh. Den haben wir noch. Krieg schnell mehr. Die wollen halt nicht mehr, dass du an der ersten Kurve hinten, sondern schon bei der ersten, wenn die hinten dein erster Weg genau dort hinten rauskommen. Ja, aber das sind Leute, also da. Das kann ich nicht, aber das wird. Ja, auf der Länge okay, aber dort. Höher. Ja, ja. Ja. Komm schon. Was ist doch? Haben Sie kein Lust mehr? Ja, zerrennen. Oh, ich muss mal rein. Bam, your face, Mama. Ja, ihr müsst halt da wieder mit 20 Pammern kommen, ne? Boah, das ist schön. Aber irgendwie. Drei Schuss für euch ist schon hart. Das klingt wie ein Kloppteuer. Komm schon! Wir sehen schön, dass die sind fett und groß. Okay, da hätte er wieder treffen müssen. Das finde ich jetzt ein bisschen aus. Naja. So, das war's, Leute. Ja, das ist schon. Ist aber. Ist aber wirklich schwer. Naja.
Kommt mal wieder, wenn ich euch gefallen hat. Ja, aber jeden haben wir, das muss noch so, wenn wir Glück haben, haben wir noch, nee, eine Runde haben wir nicht mehr geschafft. Naja. Gut. Also, schön. Kann man machen, kann man lassen. Ich muss lassen. Kann man machen, kann man lassen. Ja. Also ich fand's jetzt auch nicht so cool. Nee, aber auf Gottes Willen, ganz schön, ganz viel. Sonst also da, es kommen immer wieder die gleichen Wellen, beziehungsweise immer die gleiche Route und keine Abwechslung. Schwierig. Jetzt kriegen wir mal richtig einen auf den Sack, aber es ist okay. Also ich gebe maximal eine 2 von 10. Hat einfach den Grund. Oder Michael hat schon wieder alles gesagt. Also du kommst immer derselben Gegner, immer die gleiche Runde. Manchmal trifft er nicht so richtig. Klar, wenn du dieses mit dieser Flughöhe berechnen selber, macht schon Sinn bei dem Geschütz, ne? Das ist schon alles okay. Aber ja, nee, also tut mir leid, das ist. Du hast ja null Abwechslung, also du kannst gar nichts machen. Es gibt zwar dann wahrscheinlich mehr Welten, wie es hier aussieht. Wir haben ja jetzt nur Level. Also Trainingslevel, sag ich mal. Aber du hast ja wieder andere Munition oder. Es ist halt echt. Man weiß nicht, was noch kommt, was wir noch einbauen, aber von dem Stand, wie es jetzt ist, da müsstest du viel einbauen. Nee, da würde ich mich lieber hören, den Stacheldraht legen und sagen: Leute, macht doch einen Scheiß alleine. Ich bin Deserteur. Ich weiß alles klar, wenn man es mal eigentlich nimmt, war es ja so: Ich habe einen Deal mit den Panzerfahrern und die haben gesagt, pass auf, lässt uns durch, kriegst du Brot. Hab ich gesagt: Komm, lass, was soll's, scheiß drauf. Na, deshalb habe ich jetzt nicht alle getroffen. Ja, jetzt ist raus, was soll ich machen? Ja, ist ja richtig. Bestechlich sei, ist ja auch nichts Schlimmes, ne? Das ist ja. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich davon halten soll. Nix. Das ist wieder so eine Art Simulator, wo ich mich frag, warum. Aber das habe ich mich bei so vielen schon gefragt. Und die Community war meistens dann, wenn wir in der Option waren, zu sagen, es ist einfach nur. Braucht die Menschheit nicht, dann war der Community der Meinung, ja, ganz geil. Also, ja, es ist halt simpel, einfach und es ist halt ein Artilleriegeschütz-Simulator. Also, das ist ja, das macht's schon. Ne? Ja. Jeder so ein Speedy immer, der macht, was es ist. Aber das macht halt nicht gut. Nee, das ist richtig. Ja. Keine Ahnung, ich kann ja gar keine Bewertung geben. Bei mir wäre es eine maximale 1 von 10, weil es einfach stinklangweilig ist. Ja. Da ist immer noch Glück, wenn der Soldat nicht am Geschütz einschläft. Ne? Ja. Oh, die nächsten 100 Panzer kommen, alles klar. Aber hey. Michael kann sich hinstellen, da schläft ein. Auch da wird es jemand geben, der das geil findet, der, was weiß ich, selber irgendwo in der Armee war und Schütze war und der Meinung war, boah, ja, geil, endlich mal ein Spiel für mich. Aber wie viele Leute sind es? Keine Ahnung. Also jetzt muss ich aber mal ganz kurz eingrätschen, als wenn du in der Armee warst und hast das erlebt, glaube ich nicht, dass du das nochmal ins Spiel machen willst, aber gut, ja. Naja, es gibt ja viele, die das nicht erlebt haben, aber halt gerne machen würden. Ja, aber, ne, so. Jo, könnt ihr's. Viel Spaß dabei. Jo, könnt ihr's machen. Ja, keine Ahnung, ist ein bisschen ein komisches Spiel, was soll man dazu sagen? Aber vielleicht gefällt's euch ja und wenn's in eurem Schrank der Simulator noch fehlt, dann gönnt's euch. Tja, ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vergesst euren Stollhelm nicht. Bis dahin. Ciao, Leute. Braucht er nicht, er steht noch im Geschütz. Tschüss mit euch. Ciao.